Hallo Gabriel, mein Bester, du bist ja schon seit längerer Zeit bei uns im Coaching, bist ja noch nicht ganz durch, aber hast schon sehr große Fortschritte gemacht. Was mich interessieren würde, ist, warum du damals die Entscheidung getroffen hast, mit uns ein Coaching zu starten und was du dadurch verändern wolltest. Ja, du erinnerst dich ja noch ganz gut. Wir haben uns damals im Stripclub kennengelernt und du hast da einen guten Eindruck gemacht und mir eben halt gleich auch ein bisschen erzählt, was so dein Plan ist und wie viel Erfolg du bisher hattest. Und das hat mich natürlich auch überzeugt, weil ich gerade eben da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, gerade eben halt auch Frauen anzusprechen, beziehungsweise wenn es über irgendwas Normales ging, war das natürlich kein Problem. Aber eben halt dann, wie sexualisiere ich ein Gespräch? Wie bringe ich dazu, der Frau zu verstehen, dass ich nicht ihr bester Freund werden will, sondern dass ich mehr sein möchte als irgendwie einfach nur ein Kumpel oder wissen, wo der Weg ist. Kamen wir eben halt ein Gespräch im Stripclub. Erstmal habe ich mitbekommen, dass du einfach ein korrekter Typ bist, weswegen ich dann auch neugierig geworden bin Nicht und zurückgeben. danke. Und dann haben wir eben halt innerhalb von kürzester Zeit ja auch viel erreicht in dem Sinne. Ja, also der Grund war auf jeden Fall, ich habe gemerkt, du bist korrekt und hast einen guten Eindruck gemacht, dass du auch mir wirklich dabei helfen kannst, das zu erreichen. Dass du nicht nur quasi Frauen ansprichst und in der Friendzone landest, sondern auch wirklich die Eier hast, ihr zu zeigen, dass du sie magst, dass du auch weißt, wie du sie dazu bringst, mit dir einfach sexuell zu werden. Und das war vor allem die Motivation bei dir. Das freut mich. Hast ja auch bis jetzt auch eine sehr gute Entwicklung gemacht. Und dann kann man ja darauf anschließen, du warst ja vor dem Coaching ja relativ schüchtern, hast dich ja nicht getraut, auf Frauen zuzugehen am Anfang, hast ja damals Schwierigkeiten eher gehabt. Richtig? Oder Ja, also möchtest du was ergänzen? ich habe immer eben gedacht, dass es irgendwie merkwürdig wäre, das zu tun und so weiter, wenn ich eben halt darauf hinauswählen wollte, dass es eben halt etwas Sexuelles werden sollte. Da hatte ich eben immer meine Schwierigkeiten und wusste nicht genau, wie kriege ich das hin und habe ein Schamgefühl dafür gehabt. Und ja, du hast mir dieses Schamgefühl genommen. Du hast mir sehr schnell gezeigt, dass Frauen es gefällt, dass es einem selbst gefällt, mir gefällt es, ich empfinde Spaß dabei. Ja, habe Selbstvertrauen bekommen und ich habe nicht nur Selbstvertrauen dabei, Frauen anzusprechen, sondern ich habe eben noch mehr Selbstvertrauen auch im normalen Leben bekommen. Das ist eine Das sehr ist, wenn schöne ich jetzt Entwicklung. irgendwie, genau, das ist, wenn ich jetzt irgendwie im Berufsleben mit anderen spreche. Gut, da war ich jetzt nie einer, der sich zurückgehalten hat, aber jetzt halte ich mich noch weniger zurück. Sehr schön. Und genauso, wenn ich jetzt irgendwie eine Rede oder so vor großen halten muss oder sowas oder eine Präsentation machen muss. Ja, ist noch viel einfacher geworden, als es vorher war, weil früher war es so, dass man da auch noch ein bisschen mehr Angst vom Rampenlicht hatte, so gesehen. Aber dadurch, dass man jetzt dann quasi jeden Tag oder alle paar Tage zig von Frauen anspricht, ja, da verliert man einfach auch die Angst davor, weil es wird jetzt zu etwas Normalem. Das genau, ja. Also, was kann ich sagen? Du bist schon sehr lange dabei, bist jetzt eigentlich beim Ende des Coachings. Sehr lange dabei, deshalb, weil du gesagt hast, du willst es richtig lernen. Bei Daygame, das heißt, Frauen im Alltag ansprechen, hast du so gut wie kaum mehr Probleme, machst fast alles richtig, hast auch regelmäßig, auch fast wöchentlich neue Dates. Also, das ist eine große Entwicklung bei dir. Auch im Club Game wollen wir das jetzt demnächst nochmal ein bisschen vertiefter angehen, um da nochmal das andere Game zu lernen, ein bisschen frecher zu werden, und danach, glaube ich, hast du die nächsten Jahrzehnte ein erfülltes Dating-Leben und keinen Mangel mehr an Frauen und geilen Sex. Was, glaube ich, die Zuschauer, Hörer oder auch andere Leute interessieren würde, ist, kannst du uns mal schon deine ersten Erfolge vom Coaching erzählen, wo du sagst, boah, da hatte ich einen geilen Lay oder das habe ich durch das Coaching eine geile Frau kennengelernt, mitgenommen. Ich kann mich damals erinnern, dass du mich mal angerufen hast, dass du in Düsseldorf eine, wie du sie mit ins Hotel nimmst. Da habe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, dass du sie auch Genau. verführt hast. Hast du ein paar Erfolge, die du mal uns erzählen kannst, was du durch das Coaching erreicht hast in puncto Ja, Frauen? jetzt gerade eben von der in Düsseldorf, von der du erzählt hast, was so gesehen der erste Erfolg war vom Coaching. Nach Da war es wenigen eben Wochen, halt, nach wenigen Wochen. genau, da war es eben halt genauso, wie es eben halt von euch immer gesagt wurde, die Hausaufgaben, die man machen muss, dass man eben halt einfach in die Stadt zieht, dort eine bestimmte Zahl von Frauen anspricht,
Ich war dort gerade beruflich in Düsseldorf. Was auch nicht lange Entsprechend auch. dauert, ja, nicht mehr als Genau, ein bis genau. zwei Stunden die Woche. Ja, ich hab da ein bisschen mehr gemacht, aber ja, war halt auch mal schön, durch Düsseldorf zu laufen, wenn du eben halt durch eine neue Stadt läufst, in der du noch nie warst und dann währenddessen nochmal gleich deine Hausaufgaben machst und Spaß dabei hast, mit Frauen zu flirten. Ist natürlich auch was Gutes. Und im Gegensatz zu München habe ich es erfahren, dass Düsseldorf meiner Meinung nach dort viel einfacher war. Ich hatte viel mehr Flirts, die sehr interessant waren, wo die Menschen sehr offen waren, wo man eben halt auch gleich mehr dort in diese Richtung gegangen ist. Und obwohl ich da noch wesentlich, ich würde sagen, nicht so gut war, wie ich jetzt bin, habe ich es eben halt dort relativ gut geschafft, weit zu kommen. Alleine hatte eine so weit, dass sie mir nach ein paar schönen Flirts, wo wir dann auch ein kleines Date hatten und ein bisschen herumgelaufen sind, wie du mir auch mal oft beigebracht hast mit, ja, die Nummer ist auf keinen Fall, dass du darauf versuchst, dass man auf Die einen Nummer zu Kaffee geht oder schieben. sowas. Genau, dass Ja. man da eben nicht die Nummer ist das Ziel, sondern die Nummer zu schieben ist das Ziel, exakt. Und ja, bin ich eben mit ihr auf, ich hatte einen Kaffee, sie einen Tee gegangen. Und ja, sie hat aber den Eindruck gemacht, eben, dass sie heute keine Zeit hätte, weswegen ich dann mich von ihr verabschiedet hätte, habe ihr noch ein bisschen was geschrieben zwischenzeitlich und habe dir dann Das glücklich nicht davon angerufen. erzählt. Genau, habe dich dann am Das Abend angerufen und dir glücklich davon erzählt von meinem Erfolg. Und du warst nicht ganz zufrieden, hast nämlich gesagt, nein, du rufst sie jetzt gleich nochmal an. Du lässt das nicht darauf ruhen, dass das jetzt heute nicht passiert, weil am nächsten Tag wäre wieder Rückreise gewesen. Und ich habe auf dich gehört, habe dann mit ihr geschrieben. In dem Moment war es auch so, dass mein Akku relativ am Versagen war. Deswegen hatte ich auch nochmal eine Ich habe dir genau gute. gesagt, dass du sie jetzt offenbar in dein Leben Genau. ohne Widerrede. Jetzt rufst du sie Ja, vorher noch ja. mal Genau, und an. dadurch hatte ich auch einen guten Pressure für sie mäßig mit, ja, geht halt jetzt wegen Dingens, komm hierher, bla bla bla. Und ja, dann habe ich sie mit zu mir in der Nähe von einem Hotel in einem Park getroffen, sind dort ein bisschen spazieren gegangen Von wem und du es wohl hattest, die Und Idee. ja, dann sind wir ins Hotel rein und haben noch einen Spaß gehabt. Natürlich noch jungfräulich geblieben, das selbstverständlich. Das war ja, also da hast du gelernt, dass man hartnäckig bleiben kann. Vor allem, wenn du, das gilt auch für die Zuhörer, wenn ihr mal wirklich unterwegs seid, wo ihr nicht so lange seid, ihr habt eine Frau, ihr werdet die demnächst nicht wiedersehen, die wird von anderen Männern angesprochen, wird andere Männer kennenlernen. Ihr müsst immer das Eisen dann schmieden, solange es warm ist. Und wenn sie Lust auf euch hat, dann, Jungs, wenn ihr eh nicht in derselben Stadt seid und die sie gleich wieder sehen könnt die nächste Zeit, dann geht all in. Verbrennt lieber die Nummer, aber versucht mit ihr Sex zu haben. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Dann könnt ihr lieber von mir aus im Hotel chillen und FIFA zocken. Macht das. Ja, wenn ihr nicht jedes Mal in derselben Stadt seid. Und ihr seht ja bei Gabriel, es hat letztendlich zum Sex geführt, zum Erfolg geführt und die haben sich ja danach nochmal wieder getroffen. So, wenn ich es noch in Erinnerung habe. Und so schnell kann es gehen. Ja, und das nach wenigen Wochen im Coaching. Ja, ihr ruft euren Coach an. Fragt ihn, was soll ich jetzt machen? Dafür sind wir Coaches auch da. Genau, und sei Genau. es auch nur, dass man gerade von seinem Fast-Erfolg erzählen will und Und der einen Coach dann richtigen eben halt Erfolg hingeht und bekommt. sagt, ja, fast reicht mir nicht, wir machen daraus einen richtigen Erfolg. Genau sowas hatte ich dann nochmal, aber da habe ich dann eben noch gar nichts davon erzählt, Edis noch gar nichts davon erzählt gehabt. Das war dann auch in Ungarn, selbe Sache, habe dort eine kennengelernt, die relativ gut Englisch konnte. War aber auch da gar nicht mal, dass ich dort jetzt war, wegen ganz viel Ansprechen, sondern bin ihr begegnet. Sie hatte mich irgendwas gefragt. Dann habe ich sie aber ins Gespräch verwickelt und bin mit ihr im Gespräch geblieben. Habe gemerkt, dass sie ja Interesse hat, dass ich Interesse an ihr hatte und ja, ebenfalls kurzes Date gemacht, beziehungsweise das, was wir da gerade schon im Gespräch hatten, in ein Date verwandelt. Und da habe ich dann sie gleich mit nach Hause genommen, weil es auch schon relativ spät am Abend war und ja, Ja. es kann einfach gut, ganz gut ging. Also da habe ich dann ein bisschen mit Alkohol im Spiel gehabt, aber hat sich eben halt so gegeben und ebenfalls ein Lay Kleiner gehabt. Dosenöffner, kleiner Dosenöffner. Genau. War jetzt nicht viel Alkohol, weil das ist auch mal wichtig, weil man will ja auch noch performen können. Ja? Also wichtig ist da auch, wenn Alkohol, dann betrink dich nicht. Sie soll sich auch nicht betrinken, weil du willst ja auch nicht, dass dann irgendwie was schiefläuft und sie mittendrin irgendwie nicht mehr kann. Nee, hast du sehr gut gemacht. Also du hast noch mehrere Erfolgsstories. Ja, das würde aber jetzt den Rahmen des Ja, okay. Testimonials sprengen. Die Leute wollen ja auch kurz und knackige Infos haben. Was mich auch interessieren würde, Gabriel, und da würde ich gerne deine ehrliche Meinung haben.
Was würdest du jemandem jetzt raten, der sich auch in deiner Situation damals befunden hat, wo wir uns kennengelernt haben und sich auch überlegt jetzt, ob er bei uns, bei mir ein Coaching buchen soll oder nicht? Hast du da Tipps für ihn, um seine Entscheidung zu erleichtern? Ja, lade den Edis mal auf einen Trip ins Golden Girls ein und hab einen Stripclub-Abend. Nee, natürlich eine gute Sache ist, einfach mal vielleicht einen Schnupperkurs zu machen, Diese dass man kurz Probestunde mal bei mit dem, uns. genau, so eine Probestunde, dass man kurz mit Edis mal trifft, dann eben halt merkt, oder mit Jen, dass das sehr beide sehr coole Menschen sind, sehr korrekt, dann eben halt mal Die auch den, was drauf haben. genau, das können die sehr schnell beweisen, dass sie was drauf haben. Am besten eben halt auch, man hat sie mal im Ohr mit drin, sieht ein, zwei Flirts, die sie selber machen, hört direkt, was sie machen, merkt eben halt, wie sie gleich Erfolg haben. Oder, was auch ganz schön ist, wenn man mal gemerkt hat, ein, zwei Erfolge, wie sie auch Körbe kriegen, aber sich davon auch gleich wieder von so einem Korb recovern. Weil das war für mich am Anfang besonders ein Problem mit, wenn ich einen Korb bekommen habe, wenn ich mir, bevor ich das hatte, mal den Mut zusammengezogen habe, eine Frau angesprochen habe und natürlich da wie so ein kleiner Tölpel irgendwie immer Blödsinn gemacht habe, oder nicht genug gelächelt habe, zu zappelig war oder was eben halt der Edis alles mir schon gesagt hat und ausgetrieben hat. Und da hat man eben halt auch gut gesehen, man kriegt einen Korb, scheißegal, next. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, fand ich, die ich von Edis und Chen gelernt habe, wie egal der Korb eigentlich ist. Weil man wird viele Körbe Gehört kriegen zum Game und dazu, ja. genau, man wird viele Körbe kriegen. Ich kriege mir immer noch mehr Körbe als Erfolge, aber dafür sind die Erfolge Das umso kriegt schöner. auch der Profi. Glaub mir, das Genau, liegt genau. nicht immer an uns. Aber die meisten Frauen sind auch vergeben. 80 bis 90% München ist die schwerste Stadt in Deutschland, würde ich behaupten, zum Game. Aber wenn einer wirklich sich überlegt, ein Coaching bei mir oder bei uns im Team zu buchen, wir bieten immer eine Schnupperstunde an. Die Details kann man natürlich, wenn man das Kontaktformular ausfüllt, wir telefonieren, erklären. Keiner braucht Angst haben, dass wir denen jetzt am Telefon teure Pakete verkaufen. Das halten wir nichts davon. Ihr könnt uns für einen sehr fairen Preis erstmal kennenlernen, euch selber überzeugen, ob ihr uns zutraut, dass wir auch gut drauf sind, dass ihr bei uns auch wirklich was lernen könnt, einen Mehrwert haben könnt. Und wenn dann können wir zusammen schauen, wie wir zusammenarbeiten. Das machen wir natürlich, wenn es geht, immer persönlich vor Ort. Was auch eigentlich ein guter Coach immer machen sollte. Und dann, Gabriel, was mich auch interessieren würde, welche unserer Abmachungen und Leistungen hast du besonders gut gefunden im Coaching und warum hast du dich für uns entschieden? Hast du auch mal in Erwägung gezogen, andere Coaches zu buchen? Wenn ja, warum hast du es nicht bei denen gemacht? Und wenn nicht, ja, was gefällt dir besonders gut bei uns? An sich eben halt die gute Betreuung. Ich kann mit beiden über alles Mögliche schreiben, was ich will. Wir haben direkt eine WhatsApp-Gruppe, die ich jetzt nicht ganz so viel benutzt habe, aber alleine, wie man schon gemerkt hat, ich habe beim ersten guten Erfolg den Edis angerufen. Ist direkt rangegangen, hat mir dann gleich gesagt, was ich noch besser machen soll, hat mich gleich dazu gebracht, das zu machen. Ich denke mal, nicht viele Coaches hätten diese Erreichbarkeit oder auch dann direkt diese Reaktion drauf haben können. Und mich eben halt direkt dazu zu bringen, gleich einen Erfolg zu haben. Genauso auch, wie cool es ist, mit euch einfach mal unterwegs zu sein. Ist halt mehr so, wie dass man mit Freunden unterwegs ist und gleichzeitig gamet und gar nicht irgendwie so stark mit, dass man jetzt irgendwie hier Coaches hat oder sowas. Und zu der Frage, ob ich in Erwägung gezogen hätte, das mit jemand anderem zu machen, eigentlich nicht. Ich hatte zwar mal vor einer ganzen Weile mal ein Forum besucht gehabt, mich dort ein bisschen reingelesen. Deswegen wusste ich schon grundsätzlich, von der Edis redet, als er die einen oder anderen Begriff in die Ohren geworfen hat. Aber an sich hat es mir damals dann nicht großartig gefallen und bin da nicht weiter reingegangen. Ja, kann deswegen nicht großartig sagen, warum ich mich für euch entschieden hätte und nicht für andere, außer dass ich eben halt den Edis kennengelernt habe, er sich bei mir einfach einen guten Eindruck gemacht hat, dass er ein korrekter Typ ist. Und ja, das war für mich der ausschlaggebende. Und du bereust es oder bereust es nicht? Nein, auf keinen Fall. Das freut mich sehr. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Ganz ehrlich, da möchte ich, dass du wirklich authentisch und ehrlich bist. Würdest du jemanden Fremden, der unser Coaching weiterempfehlen und ihm ermutigen, das bei uns zu buchen? Und wenn ja, warum? Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
spätestens dann, wenn ich eben jetzt fertig bin, allen beweise, dass es gut funktioniert, dann bin ich an sich ja schon mal die beste Werbung. Und der nächste Grund, warum ich es eben halt auch empfehlen würde, ist nicht nur, um eben halt Frauen zu bekommen, Sex zu haben, was natürlich jeder Mann gerne hat, aber eben auch um die ganzen anderen Sachen, die es bringt. Es bringt deinem Leben so viel weiter. Selbst wenn man das jetzt macht und ein halbes Jahr später die Frau seines Lebens gefunden hat. Erstens hätte man die Frau seines Lebens vielleicht sonst nicht gefunden. Zweitens ist es so, dass man natürlich auch ein besserer Mann für diese Frau ist, einfach weil man auch im normalen Leben frecher ist, weil man auch mehr Erfahrung dadurch gesammelt hat, durch andere Frauen, wie man umgehen kann. Man ist wahrscheinlich auch, wenn man viel Sex hat, auch besser im Sex geworden. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich will jetzt nicht der krasseste Verführer sein, der alles Mögliche bekommt oder mit ganz vielen Frauen was hat oder Casanova hat, sondern man sagt auch vielleicht, ich will ein monogamer Typ eines Tages werden oder sowas. Selbst dann hilft es einem das und zusätzlich hilft das einem auch noch ungemein im normalen Leben eben, im Berufsleben. Es hilft einem auch ja sogar im Familienleben, wenn man eben einfach mal mehr Eier bekommen hat, irgendwas zu sagen. Da gibt es bestimmt genügend Menschen, die jetzt auch irgendwie dadurch dann einfach generell sehr mehr Selbstbewusstsein haben, sei es sei es in der Arbeit, sei es, dass man jetzt irgendwie Paroli bieten kann, auch daheim, sei es, dass man es ist einfach eine Sache, die einem sehr hilfreich ist im ganzen Leben. Und wenn man die Skills einmal hat, dann behält man die Skills, die verliert man nicht mehr. Und würde ich auf jeden Fall sagen, macht so früh in eurem Leben, wie ihr könnt. Und macht's bei den beiden, weil die sind korrekt. Dann danke für das schöne Schlusswort. Du bist auch sehr korrekt und einer der erfolgreichsten Teilnehmer. Hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir ziehen dein Coaching natürlich noch sauber durch und werden dir auch im Night Game die ein oder anderen Skills beibringen, die du noch nicht kennst, und auch dafür sorgen, dass du da sicher erfolgreich wirst. Gabriel, ich danke dir für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du auch den Mut hast, hier deine Story zu erzählen, dass die Menschen sich da eine eigene Meinung bilden können, auch mal dich hören können, wie du uns erlebt hast, wie du das Coaching erlebt hast, was du für Erfolge und Erfahrungen mitnehmen konntest für dein Leben. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Abend und weiterhin viel Erfolg beim Frauen verführen. Mein Bester. Danke dir.